Herzlich willkommen im Digibet-Studio. Heute haben wir einen besonderen Gast. Das ist der Martin, jetzt versuche ich es, Jun? Genau, sehr gut, sehr gut. Sag mal Potowski. Potowski. Ist viel einfacher. Ne? Also die Eishockey-Experten, die kennen den Martin natürlich, denn der Martin ist über viele, viele Jahre auch in der deutschen Eishockey-Liga aktiv gewesen. Nämlich genau für wen? Krefeld Pinguine, das ist mein Heimatverein. Wie lange hast du da gespielt? Ich habe ein Jahr. Also nicht viele Jahre. Ich habe gedacht, es wäre mehr gewesen. Also ich habe natürlich mit 5 habe ich da angefangen und bis 18 habe ich da gespielt und bin dann nach Amerika. 6 Jahre und dann kurze Zeit war ich in Belgien wegen meinem Studium und bin dann nach Krefeld zurückgekehrt. Also für mich war immer Krefeld der erste und letzte Verein, das war für mich wichtig. Also du wohnst jetzt wo genau? Ich wohne jetzt in Berlin. Und was machst du in Berlin? Ich schreibe. Und was schreibst du? Ich schreibe Bücher über Integration, also dieses Jahr kommt mein zweites raus. Aber ich schreibe ja auch Bücher, ich frage mich, kann man davon leben? Nee, eigentlich nicht. Mehr schlecht als recht, aber ich bin da unterwegs mit Lesungen und also mir geht es eigentlich nicht um jetzt reich zu werden mit Büchern, sondern einfach um die Botschaft der Vielfalt da zu verkünden sozusagen. Hört sich jetzt ein bisschen scientologisch an, aber ich bin kein Scientologe oder so. Das beruhigt mich schon mal. Ja. Nein, nicht darum, aber es geht einfach darum, für dieses neue Miteinander zu werben und das ist für mich wichtig und da ist mir egal, ob die Lesung dann in Bielefeld ist oder in Buxtehude oder... Oh, Buxtehude ist gut. Warst du mal in Buxtehude? Nein, ehrlich gesagt gibt's aber wirklich. Ist auch gar nicht so schlecht, wie es sich anhört vielleicht. Aber wir müssen noch mal ganz kurz zurückgehen. Also du hast ein Jahr gespielt. Ein Jahr gespielt. Und welche Position hast du gespielt? Ich bin kein Recht großer... Außen. Oh, wie Libuda. Kennst du Libuda? Nee. Wer den noch kennt, du, da muss man schon so alt sein wie ich. War mal ein großer Rechtsaußen in Deutschland, aber ein Fußballer. Wie kommt man dazu, du bist in Korea geboren, bist dann mit wie vielen Jahren nach Deutschland gekommen? Ich bin ein echter Krefeld. Ach, du bist in Krefeld geboren? Meine Eltern sind aus Korea nach Deutschland gekommen. Mhm. 71, also meine Mutter ist 71 gekommen. Deswegen war meine Rückennummer auch 71, weil ich dann auch darauf aufmerksam machen konnte, wenn Leute mich gefragt haben, warum ausgerechnet diese Nummer, um einfach auf diese koreanische Arbeitsmigration nach Deutschland auch aufmerksam zu machen. Das ist ja eine kleine, überschaubare Bande hier in Deutschland. Man schätzt die so auf ca. 30.000 bis 35.000 und man sagt, die sind halt lautlos integriert hier in Deutschland. Aber als du dann in der deutschen Eishockey-Liga gespielt hast, da war das ein großes Thema in Korea? Ja, das war ein großes Thema, weil Eishockey ist nicht gerade eine große Sportart in Korea, wie etwa vielleicht Fußball oder Taekwondo zum Beispiel. Und das war schon was Besonderes dann, dass dann ein Koreanischstämmiger sozusagen in der deutschen Eishockey-Liga spielt. Und dann warst du Nummer 1 in den News. Stimmt das? Du darfst ruhig die Wahrheit sagen, da darf man ja mal ganz unbescheiden sein. Es kam halt in koreanischen Nachrichten und es wurde auch ein Dokumentarfilm gedreht. Und ja, aber mir ging es einfach nicht um mich jetzt selber irgendwie zu profilieren oder so. Nein, es ging einfach nur darum, diese Migrationsgeschichte der Koreaner darauf aufmerksam zu machen, dass es gibt ja 8 Millionen Koreaner, die im Ausland leben und Korea war damals sehr arm und diese Armutsmigration ging dann weltweit für die Koreaner. Und eigentlich wollte ich darauf eigentlich wieder aufmerksamer oder daran erinnern. Das war mir halt wichtig und nicht meine Person, das war einfach unwichtig. Jetzt hast du eine Internetseite hier sozusagen mitgebracht. Ich zeige die mal, da ist sie zu sehen. Sag mal, was hat das genau auf sich? Was ist das? Hockey's Diversity ist... Wir wissen ja alle, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir werden ja immer kulturell vielfältiger. Wenn man gerade in der Stadt unterwegs ist, in Köln, denke ich mal, sind viele Kulturkreise unterwegs. Viele sind so wie ich hier in Deutschland aufgewachsen, in der zweiten Generation, fühlen sich als Deutsche. Und durch diese ganze, sagen wir mal, durch diese Überfremdungsdebatten, Islamisierung und Sarazin-Debatte zum Beispiel, gab es ja sehr viele Menschen, die Ängste bekommen haben, ja, dass man von dieser Lawine der Vielfalt überrollt wird. Nein,
Ich denke einfach, wir müssen einen neuen Weg finden, einen neuen Weg für ein neues Miteinander werben. Auch und deshalb diese Initiative. Hockey ist Diversity deswegen, weil wir aus dem Sport eben kommen, aus dem Eishockey-Bereich. Meine Hoffnung ist, dass man Hockey irgendwann dadurch ersetzt, dass Sport ist Diversity. Dass wir alle Sportarten haben, die für dasselbe kämpfen, die für diese vielfältige Gesellschaft wird. Komm, wir schauen mal, was ihr da so gemacht habt auf der Internetseite. Hallo, zum Beispiel diesen Aufruf hier, den hast du mit wem zusammen gemacht? Das ist mein Freund Peter Goldbach, er ist ein Deutsch-Tscheche und auch ein ehemaliger Eishockeyspieler. Und mit ihm habe ich die Initiative gegründet. Wir hören ihm mal einen Moment zu. Unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Ethnie und Religion nur gemeinsam zum Ziel kommen können. In jeder Mannschaftssportart kommen viele Charaktere zusammen. Da sieht man auch nochmal im Hintergrund die 71, ganz wichtig. Was erwartet mich noch alles auf deiner Internetseite? Ich darf mal ein bisschen rumklicken, um die Leute ein bisschen neugierig zu machen, die uns gerade zuschauen. Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist nochmal die Startseite, die wollte ich nochmal aufrufen. Da. Also wir sind froh, dass wir Unterstützer haben. Die DEL ist uns eine ganz große Unterstützung dabei, die unkompliziert gesagt haben, dass sie hinter dieser Sache stehen und auch mit Herzen dabei sind. Und natürlich auch digibet.de. Sie unterstützen uns in jeglicher Hinsicht. Und deswegen hast du auch schon diese schöne Digibet-Jacke an. Sieht ausgezeichnet aus. Aber du hast gerade gesagt, die DEL unterstützt euch. Und wir haben hier noch einen Gast bei uns sitzen, das ist der Alexander Morell. Benni, sei mal so lieb, Kamera einmal rumschwenken. Das ist hier ganz großes internationales Fernsehen. Das ist der Alexander Morell von der DEL. Alexander, du bist da für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei der DEL? Ist richtig, genau. Und der Martin und ich, wir kennen uns schon lange aus gemeinsamen Krefelder Zeiten und dann kam irgendwann die Anfrage von Martin, also der Kontakt ist ohnehin nie abgebrochen und irgendwann kam die Anfrage für Hockey is Diversity, ob wir das als Deutsche Eishockey-Liga unterstützen und ja, ich denke, Eishockey ist Integration pur und das hat sich in ganz vielen Beispielen oder ganz vielen Beispielen gezeigt im Laufe der Jahre und für uns als DL ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, das zu unterstützen, weil Eishockey halt auch Integration ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Weiß man, wie viele verschiedene Nationen Eishockey spielen, ungefähr, so Pi mal Daumen? Wie viele Eishockey-Nationen? Also wie viele verschiedene Nationen in der DEL? In der DEL spielen auch, ich würde sagen, mindestens 12, 13, 14 Nationen. Ja. Mhm. Ob das jetzt Tschechen sind, Slowaken sind, Kanadier sind, Amerikaner. Aber ich glaube, außergewöhnlich ist, und das ist, glaube ich, auch die gute Geschichte, die der Martin macht, wir haben auch außergewöhnliche Spieler, wie zum Beispiel einen Deutsch-Türken, den Sie einen Deutsch-Türken? Ja, der erste Deutsch-Türke, der es in den Profibereichen in die deutsche Eishockey-Liga geschafft hat. Und das sind natürlich außergewöhnliche Geschichten, nette Geschichten und ich glaube, da ist das Hockey-Diversity-Thema ganz groß. Also das ist eine wichtige Geschichte, die ihr hier an den Start bringt. Ich bin nochmal auf der Startseite und drücke auch nochmal das Filmchen hier ab. Also, ach, da seid ihr nochmal zu sehen. Was soll ich nochmal machen? Wenn man auf Videos geht. Auf Videos geht, so, mal schauen. Also, für alle User, das ist dann auch die Adresse, Hockey ist Diversity. Hockey ist Vielfalt, logisch. Und da gibt es dann einen Werbespot. Mit Daniel Kovacic. Gucken wir mal kurz rein. Die Werbespots wurden hergestellt von Mika Cross Media. Guck mal, und da gibt es dann auch noch eine Cross Media Agentur, die das Ganze unterstützt, dass die auch mal hier groß rauskommen bei Digibet TV. So, und dann geht es gleich los. Aber aufwendig gemacht sehe ich schon hier, ne? Ja. Hey, guck mal. Super. Gibt es schon Reaktionen auf deine Aktion, Menschen, die sich bei euch melden? Also die meisten, also was mich sehr begeistert hat, in Berlin zum Beispiel, gab es dann den Moment, dass das Stadion dann dunkel gemacht wurde, oder dunkel war zu dem Zeitpunkt, und dann dieser Spot, warum diese Initiative gestartet wurde, gezeigt wurde, weil man nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Dass dann der Moment der Stille da war, plötzlich. Oder ich habe das zumindest so empfunden und dass die Leute doch vielleicht das eine oder andere mitgenommen haben damit oder innegegangen sind und überlegt haben, ja, es stimmt, Deutschland wird vielfältiger.
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, Stille in einen Fußball- oder in ein Eishockeystadion zu bekommen. Also es ist Interesse da und ich glaube, wenn es dann einer macht wie du, der dann auch selber gespielt hat, das bleibt dann irgendwie hängen. Nochmal den Alexander gefragt, gibt es noch weitere begleitende Maßnahmen oder Ideen, um das Ganze noch weiter irgendwie auszuweiten? Ich denke schon. Also wir werden uns da jetzt ein Konzept überlegen und erarbeiten, wie wir natürlich auch die Eishockeyspieler mit dem entsprechenden Hintergrund in die Öffentlichkeit bringen. Das kann also über Aktionen in Anschulen gehen oder im Zuge von Sportveranstaltungen, aber auch auf politischer Ebene. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir da auch einen größeren Fokus bekommen auf die Gesellschaft, weil der Sport an sich ist viel von Integration begleitet. Das wissen wir alle schon, aber ich glaube, wir können auch viel bewegen, weil wir halt eine relativ große Sportliga sind. Und ja, und wir entsprechend auch gehört werden. Und das ist in dieser Aktion ganz wichtig. Das kann bis hin zu Podiumsdiskussionen gehen, die auch geplant sind. Und immer wieder Lesungen, ganz wichtiges Thema. Guck mal, ich habe das nochmal rausgedrückt hier. Mhm. Da stehen eine Menge bekannter Eishockeyspieler drauf. Uwe Krupp zum Beispiel, Alexander Dück. Das sind alles Jungs, die euch schon unterstützen. Ne? Genau. Und da bist du auch nochmal zu sehen. Spielst du noch irgendwie in irgendeiner Form? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Das ist aber schade. Also ich bin eigentlich auch ganz froh, dass man da auf Abstand gewonnen hat und ich glaube, das ist immer schwer, wenn man lange Zeit mit 5 Jahren das gemacht hat und jeden Tag, dann ist es schon schwer, glaube ich schon. Dann muss man irgendwie schon ein paar Jahre haben, um Abstand zu gewinnen. Ich meine, ich habe nur 1 Jahr gespielt, aber ich denke, bei den anderen, die aufhören, ist das noch viel, viel schwerer. Die dann 10, 20 Jahre gespielt haben, so eine Karriere haben. Gut, aber du hast dich jetzt einer prima Sache verschrieben. Eishockey ist Vielfalt. Wenn man Kontakt haben will, dann einfach auf die Internetseite gehen. Ich gehe da auch nochmal drauf. Da gibt es dann oben rechts die Kontaktadresse und dann ist man schon bei dir. Da füllt man das Ganze aus und dann kann man sich informieren und dich auch zu einer Lesung einladen oder was auch immer. Ja, also Lesungen, das mache ich anders. Es ist nicht mit Hockey, da wirst du viel, wie Alexander Morell von der DEL auch gesagt hatte, wir wollen also auch einen Beitrag dazu leisten, historisch-politische Bildungsarbeit zu leisten, etwa zum Beispiel im Haus der Geschichte. Das wäre natürlich ein Traum, dass man so eine Trikotausstellung macht, wo man auf die Migrationsgeschichte aufmerksam macht. Man denkt ja in Deutschland immer, dass Ost und West, dass das eine deutsche Geschichte war, aber diese Gastarbeitergeschichte ist auch eine deutsche Geschichte. Und das müssen wir den Menschen irgendwie bekannter machen, dafür werben. Das ist uns wichtig. Und wichtig ist, Martin, dass man das immer auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise macht. Deswegen finde ich das ja gut, diese Idee mit den verschiedenen Eishockey-Trikots, dass es ein bisschen bunter wird, dass man merkt, dass es etwas zum Anfassen ist, dass es etwas Selbstverständliches ist. Ja, ne? Genau. Martin, schön, dass wir bei Digibet mal darüber plaudern durften. Unsere 10 Minuten sind nämlich schon wieder einfach so verflogen. Das geht immer ruckzuck. Und ich bin ja so ein bisschen stolz hier auf Digibet, dass die sich einer solchen Sache auch mal annehmen. Da glaubt man immer hier, wir reden nur über Wetten und Quoten. Nein, heute haben wir auch über die Vielfalt in unserem Miteinander gesprochen. Ein Dankeschön auch nochmal an den Alexander, dass er mal kurz hier mit rübergekommen ist. Danke, Dankeschön. Alexander. War sehr ernsthaft für unsere Verhältnisse. Aber man kann auch über dieses Thema, glaube ich, ein bisschen flachsen und ein bisschen Spaß haben. Ja, natürlich. Auch, ne? Also in Lesungen sowieso muss man Spaß haben einfach. Weil zu ernst, die Leute nehmen das auch nicht so an. Man muss ein bisschen Spaß dabei haben, auch das Thema ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und, Selbstironie ist was Großes. Genau. Und jetzt wird es für dich noch ganz ernst. Wer wird denn deutscher Eishockeymeister? Also ich... Mein Herz, auch wenn man es nicht sieht, es schlägt immer noch schwarz-gelb. Er meint damit nicht Borussia Dortmund, sondern die Krefelder Pinguine. Ja. Krefeld-Pinguine. Und ich denke, dass sie noch ein Comeback schaffen gegen Hannover. Ja, ich glaube schon, dass Krefeld relativ weit kommt. Okay, das ist eine klare Aussage. Es ist ein bisschen gefärbt, aber es ist völlig in Ordnung. Also, Dankeschön, dass du mal hier warst. Und wie gesagt, liebe Digibet-User, wenn Interesse besteht, einfach auf die Seite gehen. Hockey is Diversity. Und da erfährt man alles Weitere. DE dahinter. Danke, Martin. Danke, Alexander. Vielen Dank. Danke.